Keine Angst, liebe Leute, es ist nicht der Sommer ausgebrochen hier in London, obwohl ein bisschen scheint heute die Sonne hier auch in mein kleines Studio. Aber diese rote Brille, die brauchte ich heute einfach. Denn ich begrüße zu meiner neuen deutschen Ausgabe Die Welt in der Tasche den Personal- und Start-up-Berater Peter Kraus aus Wien, der Mann mit der roten Brille. Hallo, Peter. Ja, hallo, Servus Gabi. Schön, dich da wieder mal zu treffen Ja, und das zu ist super. hören. Also ich gehe jetzt auf Pink über, weil da kann ich dann doch ein bisschen besser gucken. Du musst eigentlich nichts in rosa-rot sehen, wie ich verstehe, aber du gibst doch deiner Beratung eine ganz andere, frische Sicht mit dieser roten Brille, würde ich sagen. Und diese Brille ist ja nicht nur dein Markenzeichen, sondern die ist sogar schon von einer österreichischen Sängerin in einem in einem Video besungen worden. Wie kam es denn dazu? Richtig. Ja, wie kam es dazu? Wie kam es dazu? Ich traf die Sängerin, die sogenannte Bibi Cole, letztes Jahr im Sommer. Und sie hat mir eben erzählt, dass sie eine Songwriterin ist, zwar im Rahmen eines Netzwerkevents. Und dann haben wir immer wieder so ein bisschen spaßettelt und Witzchens gemacht, ob wir nicht irgendwie eine Art Song machen über Peter Kraus, über mich. Und ich habe dann immer wieder gesagt, naja, wäre schon irgendwie nett, aber wie gehen wir es heran? Und sie hat dann gesagt, naja, du, schon ganz einfach, wir gehen einmal durch, welche Musik du liebst oder was du gerne hörst. Und dementsprechend werden wir dann auch texten, und zwar wie der Peter Kraus halt so ist, wie dein Leben ist, wie du arbeitest. Und sie kreiert halt einmal ein paar Beispiele. Und das hat sie eben dann gemacht. Da habe ich gesagt, ja, okay, machen wir das. Und ja, dann ist sie letztendlich mit dem Text gekommen und mit dem Titel, mit Red Specs, weil auf Englisch die rote Brille eben Red Specs heißt. Und somit ist dieses Lied entstanden. Und es ist released worden, heuer, zu meinem 50. Geburtstag, am 18. Juni. Und das ist dort auch released worden und nicht nur über YouTube oder live, sondern auch über einen österreichischen Radiosender, über 88.6, was mich sehr gefreut hat. Und mittlerweile hat es auf YouTube schon über 25.000 Aufrufe gegeben. Und das ist ja eigentlich schon recht witzig. Und mittlerweile kennen mich schon einige und sprechen mich auch schon Leute darauf an. Erst übrigens, der Sound ist cool, das Lied ist lässig. Ja. Und somit ist es wirklich so ein bisschen eine PR Geschichte geworden. Aber wenn wir hier die Möglichkeit haben, dann kann ich das ja vielleicht hier auch nochmal einspielen. Ja, also ich fand das super cool. Und das hat nicht jeder. Da brauchst du eigentlich kein Leaflet, keine Webseite zu deiner Arbeit. Du kannst eigentlich nur das Video zeigen und alles ist klar, das Musikvideo. Ja, also kann Passend zum Lied habe ich natürlich auch ein Bier, das sogenannte Red Specs Bier. Sieht man jetzt nicht so, gell? Ja, doch, doch. Ja, das ist das Red Specs Bier. Das ist gleichzeitig sozusagen mit dem Lied und der Sonnenbrille released worden. Also schon mal für den Sommer gerüstet. Wenn Genau. man denn eins mehr trinkt, dann braucht man auf jeden Fall die Sonnenbrille. Na gut, da wollen wir mal ein bisschen ernster werden. Also trockene Beratung nach Schema F nicht, das habe ich schon verstanden. Du setzt besonders auf Netzwerke, Networking. Ja, also wie man die richtigen Personen geschäftlich zusammenbringt. Scheint mir nicht so einfach. Wie gelingt dir das? Naja, ich bin von Natur aus ein Netzwerker. Ich habe es immer geliebt, auch als schon Jugendlicher und als Kind, Leute zusammenzubringen. Zwar in einem anderen Kontext, zum Fußballspielen, zum Windsurfen, zum Schwimmen, zum Radfahren. Ich war immer ein Antreiber. Und das bin ich heute auch noch. Und ja, das nutze ich eben jetzt halt businessmäßig. Und wie klappt das? Indem man einfach, wer gibt, gewinnt. Das ist mein Motto. Wer anderen hilft, egal ob es von dieser Richtung dann wieder retour kommt oder von einer anderen Richtung, es funktioniert in Wirklichkeit immer. Wenn du von der Grundeinstellung sagst, ich helfe dir oder ich gebe jemandem etwas, was er brauchen kann, was er verwenden kann, das kommt immer wieder zurück. Und das ist mein Motto. Ich bin in verschiedensten Business-Netzwerken. Ich bin
in einem Entrepreneurs-Club von Wien. Ja. Da sind einige namhafte Unternehmer in diesem Club, wo wir uns halt immer wieder treffen. Das ist jetzt nicht so eine PR-mäßige Geschichte, sondern eher eine in sich geschlossene. Ich bin bei BNI, Business Network International, das ist weltweit bekannt. Da trifft man sich einmal in der Woche, um sich halt gegenseitig Empfehlungen auszutauschen. Das ist auch, das passt zu meinem Prinzip, wer gibt, gewinnt. Und das ist auch das Prinzip des BNIs. Aber ich nutze auch alternative Geschichten. Ich bin zum Beispiel einem Mini Cooper Stammtisch. Aus diesem Grund habe ich mir einen Mini Cooper zugelegt. Und da treffe ich meistens Kandidaten, weil Minifahrer sind ja meistens hippe junge Leute, die sind meistens Kandidaten. Auf der anderen Seite bin ich in einer Sportwagen-Community und dort treffe ich meistens dann auch Auftraggeberpotenzielle. Und das verbindet man halt mit Spaß und Freude und so kommt man halt auch zu den richtigen Kontakten, sowohl kandidatenseitig als auch auftraggeberseitig. Mhm. Und oft ist es ja so, dass ein Kandidat dann, wenn man ihn ordentlich betreut hat, dass der dann oft zum Kunden wird. Ja. Und umgekehrt. Ja, super. Also bei dem Mini Cooper wäre ich auch dabei. Kann da auch jemand aus England Mitglied werden? Natürlich, alle. Ich kann da einen Link schicken, wenn du magst. Super. Ja, und dann sehe ich, wenn ich das richtig sehe, du hast in deinem Unternehmen nur Frauen, mit denen du arbeitest. Sehr ungewöhnlich für Headhunter und Unternehmensberater. Ist das wirklich so, nur Frauen, oder lässt es sich einfach besser arbeiten mit Frauen? Ich würde natürlich sagen, ja. Ja, also mittlerweile beneidet man mich schon und sagt immer wieder, du, wie machst du das? Du hast immer nur schöne Frauen um dich herum. Aber ehrlich gesagt, das ist wirklich ein Zufall. Ich habe jetzt insgesamt 3 Vollzeit-Mitarbeiterinnen, also wir sind in Summe 4. Wir hatten schon einen jungen Burschen, der parallel zu seinem HR-Studium bei mir gearbeitet hat, der sich auch sehr, sehr dort etabliert hat. Mhm. Aber nach einem Jahr war er der Meinung, er muss sein Studium weiter treiben und muss sich voll und ganz auf sein HR-Studium konzentrieren und ist wieder gegangen. Also ich habe nichts dagegen, wenn ein junger Bursch oder wer auch immer, der gerne in der Personalberatung tätig sein will, zu mir kommt. Ja. Also was nicht ist, wird vielleicht wieder kommen. Aber ich bin auch so zufrieden mit meinen Mädels. Ja. Kommt deine sehr offene und lockere, lässige Art auch international gut an? Also ich sehe ja, Österreich ist sehr eng verbunden mit Osteuropa, schon allein geografisch und auch historisch. Aber da setzt man natürlich auch auf Netzwerke, man könnte natürlich auch sagen Seilschaften, aber doch auch andererseits auf Tradition und vielleicht nicht so sehr auf rote Brille, Jeans und Shirts, oder? Wie ist das? Naja, also vom Outfit her kann man sich ja anpassen, bin ich natürlich auch anpassungsfähig. Und da überlege ich mir natürlich schon sehr stark, wen treffe ich, wo fahre ich hin. Also in Russland würde ich mich wahrscheinlich entsprechend auch kleiden und auch entsprechend auftreten. Aber von der Art und Weise her sind wir Österreicher, vor allem wir Wiener, glaube ich, den Osteuropäern, vor allem Ungarn, Tschechien, Polen, sehr, sehr nahe. Und ich glaube, das ist ein ähnlicher Schmäh auch. Und uns verbindet natürlich auch das Empire irgendwie. Und da kommt es, glaube ich, besser an, die Art und Weise, als es zum Beispiel in Deutschland wäre. Vertrieb in Deutschland funktioniert ein bisschen anders als in Österreich. Das ist so ein bisschen die Erfahrung. Mit dem Schmäh kommt man in Österreich ganz gut durch, aber in Deutschland wird das schon ein bisschen schwieriger. Da muss man schon ein bisschen strikter sein und ein bisschen anders auftreten. Ja. Und in Osteuropa läuft es gut, ja? Bist du da tätig? Ich bin in Osteuropa auch tätig. Also wir haben zurzeit Aufträge in Estland laufen zum Beispiel und in Polen. Wir sind sehr stark in der Kryptoszene, Blockchain-Industry, die ja wirklich sehr, sehr stark im Wachsen ist. Und da suche ich für eine Schweizer Krypto-Firma, also das Headquarter in der Schweiz ist, für ganz Europa und alle möglichen Positionen. Das ist ein ganz eigenes Klientel, sage ich einmal, aber macht sehr, sehr viel Spaß und ist wahrscheinlich auch die Zukunft. Mhm. Alles, was mit Financial Industry und Finanzdienstleistungen zu tun hat.
du sprachst schon den Wiener Charme an oder Schmäh, das kann ich gar nicht richtig sagen als Deutsche. Und der spielt natürlich eine besondere Rolle. Ich kann mich da erinnern an einen Kollegen von dir, der mich mal hier in London besucht hat. Der sagte, ja, wir haben wahrscheinlich da Gemeinsamkeiten und können Business machen. Aber der kam erstmal mit einer Sachertorte an, der lud mich zum Austernessen ein. Und obwohl wir ziemlich schnell verstanden haben, also businessmäßig kommen wir nicht zusammen, war das ein sehr charmanter Nachmittag. Und ich bin auch noch nie so oft als Frau Doktor angesprochen worden. Und letztendlich würde ich sagen, okay, wenn ich da mal jemanden in Wien brauche, weiß ich auf jeden Fall, wen ich anrufen kann. Also das ist bei mir sehr gut als Deutsche in London doch angekommen. Ist das wirklich was, wo du sagst, ja, da können wir richtig mit punkten als Wiener, als Österreicher? Also als Wiener, speziell ich, also wir sind generell sehr offen allem gegenüber. Bei uns gibt es den Spruch oft, na schauen wir mal oder probieren wir es einfach oder wir werden sehen. Also wir legen uns nie wirklich fest. Das ist halt einerseits ein bisschen was Ungreifbares, das man nicht so greifen kann, aber andererseits irgendwie vielleicht auch was Sympathisches an sich und nach dem Motto, nichts ist fix, alles ist möglich, aber nichts ist fix. Ja, das kommt ja von einem bekannten österreichischen Sänger, von Reinhard Fendrich, nichts ist fix. Ja, ja, genau. Ja, das ist ja auch interessant, wenn man jetzt mal ein bisschen vom Business abweicht und ein bisschen in die Politik kommt. Ihr habt ja gerade euren Sebastian Kurz als Bundeskanzler verloren und als Politiker sogar. Vielleicht geht der auch in die Personalberatung, aber der wird wahrscheinlich eher sehr konservativ sein, oder? Was meinst du? Der Sebastian Kurz, also der macht jetzt etwas Ähnliches wie ich, und zwar, er ist ein mega, mega Netzwerker. Und was ist das Schöne, als ein ehemaliger Bundeskanzler oder Politiker, der hat in seinem Handy eine Unsumme an Kontakten, die er wahrscheinlich einfach nur anrufen braucht. Ich nehme an, er könnte einen Termin beim Putin bekommen, genauso wie beim derzeitigen amerikanischen Präsidenten, beim Joe Biden. Das kann ich zum Beispiel nicht. Und das ist ja in Wirklichkeit der Wert des ehemaligen Politikers. Ja. Und wenn der Sebastian Kurz das richtig nutzt, dann wird er auch was Gescheites draus machen. Der ist ja letztendlich in Amerika gelandet. Beim Peter Thiel, das ist auch ein Milliardär, der in der Softwareindustrie sehr stark unterwegs ist. Ja, und was den Sebastian Kurz anbelangt, das, was am Anfang seiner Karriere sehr beeindruckt war, war Leadership. Weil er eben doch so jung war und trotzdem es geschafft hat, hinter sich die Massen zu versammeln und wirklich auch der UNO zum Beispiel bei der Hauptversammlung es den Mächtigen wirklich reingesagt hat auf gut Wienerisch. Das war toll. Leider Gottes dürfte er sich da ein bisschen verspielt haben, indem er irgendwie nicht genug gekriegt hat, was Macht und so weiter betrifft, und das ist ihm irgendwie zum Verhängnis geworden. Mhm. Und die ganzen Geschichten, die da so aufgekommen sind, Chats und so weiter, möchte ich gar nicht wirklich eingehen. Das spricht für sich selbst und kann man nur sagen, c'est la vie, selbst verschuldet. Mhm. Kennt ihr euch persönlich? Nein, ich kenne nicht persönlich. Ihr kennt euch nicht persönlich? Nein. Nein. Okay, ja, also Klischees zu Wien und zu den Österreichern haben wir Deutsche ja genug. Was ist denn neben Opernball, Fiaker, Prater, Sachertorte, was ist denn noch typisch wienerisch, aber nicht so Klischee, aber doch macht den Wiener aus? Nicht nur die rote Brille. Was macht den Wiener aus? Also man kann durchaus sagen, dass das Granteln ein bisschen, obwohl Granteln nicht unbedingt das Positive ist, aber das Granteln auch den Wiener Charme ausmacht. Also wenn du in Wien in ein Kaffeehaus gehst, kann durchaus sein, dass du einen grantigen Ober vor dir hast, der dich fragt, was willst du trinken? Ein Melange oder ein Fiaker-Kaffee, oder, und du als Deutsche sagst, bitte einen Kaffee. Ja, was für einen Kaffee? Einen Melange oder einen großen braunen, einen großen schwarzen, es gibt ja unzählige Kaffeesorten, und da wird der Kellner und der Herr Ober schon durchwegs manchmal grantig, wenn er das immer wieder neu erzählen muss. Aber oft ist es dann so, der Kellner geht dann in die Küche, nachdem sich der
der Gast aus Deutschland zum Beispiel einen tollen Kaffee ausgesucht hat und dann kommt der Kellner in die Küche und sagt, bitte ein Melange. Das ist eigentlich immer dasselbe. Ja, das ist ein bisschen der Wiener Schmäh vielleicht. Super. Ja, das war ein sehr nettes Gespräch mit dir. Ich wünsche dir, deiner Familie und deinen Damen und vielleicht auch bald deinen Herren in der Runde in deinem Büro alles Gute für 2022. Und ich weiß nicht, ob du schon unterwegs warst mit den Skiern in Österreich, aber ich bin mir sicher, du hast wahrscheinlich rote Ski, oder? Ich habe tatsächlich rote Ski. Ja. Und die rote Sonnenbrille natürlich und einen roten Helm. Alles klar, dich sieht man da auch. Gut, dann hoffe ich, dass wir uns auch bald mal wiedersehen und wir werden uns erkennen an den roten Brillen. Mach's ja, würde mich sehr freuen. Hast du normalerweise auch rote Brille oder ja, also ist das gesagt, nur für mich? Das ist die pinkfarbene. Davor hatte ich wirklich mal eine rote und diese Sonnenbrille hier aus, die habe ich mal in Venedig gekauft. Also die habe ich schon ziemlich lange. Aber da sind geschliffene Gläser auch drin, aber da kann ich nicht mehr ganz so gut mit gucken. Da müsste ich mir jetzt erst wieder neue geschliffene Gläser reinmachen, weil leider ist das mit der Sehkraft, wird das dann im Alter doch schon etwas schlechter. Aber ich tendiere auch dazu, dass ich also ja eine auffällige Brille habe, sag ich mal. Also das ist auch so ein bisschen was. Ich habe nicht nur eine Brille, weil ich eine Brille tragen muss. Ich hatte sogar mal, das kann ich dir ja am Ende noch erzählen, ich hatte mal eine Brille, da war nur Fensterglas drin, als ich noch gar keine Brille brauchte, weil ich eine Brille haben wollte, weil das schick aussah, ja, als ich ja so Mitte 30 war, glaube ich, war das. Gut, ja, also mach's gut, Peter. Ja, vielen, vielen Dank. Bitte, tschüss. Bis bald wieder mal. Tschüss. My heart, my scars must be not bad. The sound of escape, yeah.